Hör mal, Schiff. Hey, gib das mal her. Das ist jetzt mein Handy. Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Durch die Kalle. Die Tür war offen. Aber ihr könnt doch nicht einfach... Hey, würdest du mal bitte die Patronen da wieder unten hinstellen? Hey, cool. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit euren Eltern reden. Papa, der Mann will mit dir schwätzen. Ja, grüß Gottle. Ja, wir sind die neuen Nachbarn. Ja, also das hätten Sie ja wunderbar gelöst hier mit dem Schlafzimmer. So. Willst du vielleicht das Rätsel nicht selber machen von meiner Frau? Nein, das will ich nicht. Raus jetzt. Los. Da werden wir nicht kurz sein, dann. Ja, geh mal her. Komm, ich mach. Jetzt fängt der Hund an. Kommen, Kinder, kommen. Hier, mein Handy, hey! Mit wem redest du? So, die haben mein Handy und meine Pantoffeln. Da war gerade so eine Horde von Kindern und ein Schwabe, also der Papa. Ich habe auch extrem wildes Zeug geträumt. Du siehst irgendwie anders aus. Ich war beim Friseur. Oh, das ist aber hübsch. Komm mal dran. Spät dran heute, was? Neue Frisur? Guck mal, Heike. Die Börner hat neue Haare. Hallo, Frau Börner. Bärchen. Was denn? Morgen. Guten Morgen. Zähne geputzt? Guten Morgen. Und du, Schatz? Zähne geputzt? Ah, sehr gut. Danke. Tschüss, schönen Tag. Morgen! Ja, hallo! Ach, ich hab ja was vergessen. Auf geht's, Heike. Okay. Simone, aber nicht wieder so schnell, ja? Von nichts kommt nichts. Ja, aber heute nicht die großen Runden. Morgen dann. Morgen. Lass doch mal. Ich heute nicht. Knöchel. Aha. Na klar. Schick, Frau Börner. Oh, Sie aber auch, Herr Börner. Ja. Wo ist der Wechsel immer noch? Ich kann das nicht lesen. Slip einladen. Muss los. Slip-Einlagen gibt's heute im Sonderangebot. Ja, das ist interessant zu wissen, Frau Matzger. Scheiße. Hey, das sind meine Kartoffeln. Gib die wieder her. Hey, gib die. Gib die wieder her. Hey. Scheiße. Komm, wehgetan. Ja, meine Kartoffeln. In dem Alter sind die noch süß, was? Heute grillen? Das Wetter soll ja noch besser werden. Ich erwarte Sie. Tschüss. Bitte. Guten Morgen. Lukas, lass mir ein Frühstück. Hab mir einen Schokoriegel genommen. Ciao. Lisa, soll ich schnell? Nein. Frühstück? Nein. Brötchen? Nein. Müsli? Nein. Smoothie? Nein. Okay, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Nein. Alles wieder stehen lassen. Ja, hast du recht, ich brauche einen Job. Hey Chris. Servus, Alter. Hier ist Jan. Hast du was für mich? Bitte hab was für mich. Findest du Werbung scheiße? Was? Das habe ich nie gesagt, dass ich Werbung scheiße finde. Ehrlich hast du es gesagt. Scheiß Schokoriegel. Das waren deine Worte. Ja, okay, vielleicht habe ich das mal gesagt, aber... Na, wurscht, das war das Letzte, was du für mich gemacht hast. Das ist eine Verziehung auf Klopapier. Na das habe ich gerade in der Hand. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man weiß, dass sich Menschen mit deiner Arbeit den Hintern abwischen? Ein gutes Gefühl ist das, super weich. Morgen. Aber sag mal, warst du nicht so ein großer Comic-Künstler? Was ist denn mit deinem Comic? Nein, vergiss den verdammten Comic. Der Verlag hat sich seit Wochen nicht mehr bei mir gemeldet. Das ist ja, was also, du den alten Griff, hast du was für mich? Ja oder nein? Nein, im Moment schaut es schlecht aus. War nicht mal so eine verdammte Kuh auf einem Scheibenkäse. Meine Kühe sind super, das weißt du. Ja, um der Wahrheit die Ehre zu geben, deine Kühe sind depressiv. Was? Wir brauchen einen frischen Wind. Ah, oh, jüngere Grafiker. Jünger und cooler. Mhm. Menschen mit Energie, die Ziele haben, die noch was wollen. Ja, Moment, und die zeichnen lustige Kühe, oder was? Genau. Ach komm, Chris, du bist doch so ein riesengroßes Arschloch. Die Scheiße. Chris? Machen Sie sich nichts draus, Herr Börner. Ich finde die Muster auf dem Klopapier wirklich sehr schön. Ich benutze das immer. Das ist toll, Frau Matzerat. Herr Börner. Ja, da ist auch her, der Herr Nachbar. Jetzt, wollen Sie sich entschuldigen? Was? Nein, ich. Ist gar nicht nötig. Nein, wir sind den Nachtragen. Schwamm drüber. Jetzt kommen Sie halt rein. Kommen Sie. Herr,
Mäusle? Ach so, haben Sie das gelöst. Komm doch einmal runter, danach war ich da. Ihre Kinder haben meine Pantoffeln und mein Handy. Falsch. Ihr Handy habe ich. Gut, sag mal her. Ich habe Ihnen ein neues Betriebssystem draufgespielt. Das war ja total veraltet. Sie haben... Wo sind denn meine Kontakte? Die können Sie jetzt neu draufspielen von Ihrem Backup. Was denn für ein Backup? Sie haben kein Backup. Ha, Sie sind ja leichtsinnig, sehe ich. Du schwäbischer Kasper. Das ist mein Haus. Gibt's es Spaß? Ihr habt doch gesagt, dass der Herr Baumus sich entschuldigen wird. Entschuldigung, Orgnummer. Ich bin die Sabine. Ich bin der Ingo. Und ihr habt zu meinem Spatz gleich gesagt, dass er sich in ihn nicht deischt. Er meint nämlich, sie wäre ein Ohrkobel oder Klotz. Das habe ich gesagt. Granatermäßiges Arschloch habe ich gesagt. Ach. Aber ihr habt eine gute Menschenkenntnis und gleich wisst, dass Sie ein schöner Mensch sind. Innerlich. Und äußerlich, gell? So, Begrüßungsstückle. Nein, ich muss arbeiten. Ja, dann denkt, Sie sind arbeitslos. Wer sagt das? Elle sagt das. Nicht immer aufs Schlimme. Stimmt, schlimm. Mann, zum ersten Mal bedauere ich, dass Zehnkampf-Sam weggezogen ist. Hoppla! Welchen Zehnkampf-Sven? Der Vorbesitzer von unserem Haus. Der hat als junger Kerl mal was mit der Frau Börner gehabt. Ja, schon. Lebt jetzt mit ihrer Vietnamesin in Wuppertal. Du sag mal, Schatz, woher weißt denn du das alles? Und der ist vor 24 Stunden eingezogen. Die Leute schwätzen dran. Ich habe mein Handy wieder. Schön. Du, ich hatte dir doch gesagt, dass Lukas heute um 3 Uhr Zahnarzt hat, ne? Nein, musst du nicht. Ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen warten. Ja, das ist ja kein Problem. Ich habe nichts zu tun. Sagen alle. Dann bringst du Lisa vorher am besten zum Bassunterricht. Ja. Und wie soll ich das machen? Du hast das auch. Dir wird schon was einfallen. Übrigens, nebenan wohnt jetzt so eine Art Schwarm im Stasi. Die haben so viele Kinder, dass sie eine Postleitzahl brauchen. Erzählst du mir das heute Abend? Ich habe jetzt einen Termin. Findest du meine Kühe depressiv? Nö, wieso? Ha, ja nicht. Oh, denk an den Zahnarzt, ja? Ja, ich dich auch, ja. Süß. Tschüss, Kuss. Oh, gut. Maren. Darf ich reinkommen? Bevor die Nachbarn wieder über uns reden? Ah, so haben sie das gelöst, ja? Du siehst toll aus. Es gibt gute Nachrichten. Hm? Mhm. Und es gibt was zu feiern. Komm, wir gehen was essen. Komm. Schuhe. Ja, Schuhe. Hopp. Okay. Ich bin also im Urlaub, ja, auf dem Malediven. Als mich dieser Typ am Strand anspricht, auf mein Tattoo und sagt, Entschuldigung, ist das nicht Captain Sniff auf Ihrem Rücken? Wer kannte meinen Captain Sniff? Ich rede also mit dem Typen, wir trinken ein bisschen was. Ich erzähle ihm, dass ich dich kenne und dass ich Grünfeld kenne. Da bietet er mir einen Job an. Wer sich Captain Sniff stechen lässt, beweist mehr Kompetenz als irgend so ein doofer Bachelor, meint er. Und soll ich dir mal sagen, wer das war? Der Chef vom Sonnenschein Verlag. Bei denen liegt mein Comic über Grünfeld. Et voilà. Wie, du bist jetzt Lektorin? Ist doch Hammer, oder? Wir bringen deinen Comic ganz groß raus. In Ernst? Und zwar schon ziemlich bald. Das wäre großartig. Kannst du dich jetzt bitte mal ein bisschen freuen? Naja, ich freue mich. Kannst du es noch nicht so zeigen, oder was? Hm. Ich stehe nach wie vor total drauf. Ich habe dir damals schon gesagt, dass ich das für deine beste Arbeit halte. Das findet mein Chef übrigens auch. Wir wollen das in 2 Teilen rausbringen und der erste kommt, sobald du den Vertrag unterschrieben hast. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eigentlich hatte ich ja die Sache schon abgehakt und jetzt... Abgehakt, aber spielst du? Wie du die Leute in dieser Siedlung aufs Korn nimmst, ja? Das ist böse, wahrhaftig, politisch unkorrekt. Und vor allem ist es saukomisch. Ein paar kleine Änderungen gibt's allerdings im zweiten Teil. Änderungen? Was denn? Ich habe hier schon mal deinen Vertrag. Und dann habe ich hier eine Liste mit ein paar Vorschlägen. Du guckst sie einfach an und dann sprechen wir, ja? Ja. Jetzt wird gefeiert. Ja, ich freue mich so.
auch ein Stück? Wo ist Papa? Nicht da. Nein, wo ist er? Weiß nicht. Kein Zettel oder so? Nö, Schokoriegel sind übrigens auch nicht mehr da. Wie soll ich denn jetzt zum Bassunterricht kommen? Glaubst du, Papa kommt gar nicht wieder? So wie der Vater von Louis oder die Mutter von Raphael. Träum weiter. Willst du Sushi? Bäh, ich will Pizza und Cola. Ja, das geht heute alles aufs Haus. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was damals in mich gefahren ist, in diese schreckliche Siedlung zu ziehen. Naja, so ein, zwei Vorteile hatte schon, da zu wohnen. Du sollst da ja auch auf gar keinen Fall wegziehen. Wo holst du denn sonst die Inspiration für Teil 3 bis 300 her? Jetzt ist es schon eine Reihe. Ist aber optimistisch. Absolut. Comics verkaufen sich im Moment super. Worum sollen wir wetten, dass es ein Bestseller wird? Ein Eis? Ein Eis? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Wie wär's mit einem Kuss? Wir wetten um den Kuss. Ach, Maren, du weißt doch, dass das nicht gut geht, wenn... Von Zunge war keine Rede. Hallo, Ihre Bestellung. 2 große Familienpizza, 1 große Sushi-Platte. Das stimmt so. Oh, sehr großzügig. Würden Sie... Okay. Okay. Ja, danke. Danke. Danke Ihnen. Danke. Sehr groß. Tschüss. Ich weiß. Alles klar. Ich bin zum Ausgang. Also, du sollst die Änderung so schnell wie möglich erledigen. Und dann sofort den dritten Teil in Angriff nehmen, ja? Ja. Ich habe gerade einen Blick drauf geworfen. Wieso soll ich denn aus der Nachbarin so eine Art Sexbombe machen? Keine Sexbombe, Jan. Eine Versuchung für die Hauptfigur. In meiner Nähe, gleich nebenan. Er kann sie vom Fenster aus sehen. Er weiß, dass sie unglücklich ist. Er weiß, dass er sie haben könnte. Da ist halt immer die Spannung zwischen den beiden. Du weißt schon. Du willst, dass ich unsere Geschichte 1:1 im Comic erzähle? Das ist eine gute Geschichte, oder nicht? Ja, aber was ist, wenn das jemand liest? Oh, Janni, du bist Künstler. Und Anne ist klug. Die wusste damals schon, was zwischen uns gelaufen ist. Hast du nichts gelaufen? Also ein bisschen was schon. Was ist denn jetzt mit deinem Sushi? Ich hasse Sushi. Wieso hast du es dann bestellt? Weil es teuer ist. Vielleicht mag Fips das ja. Fips? Ja, super. Oh Gott. Sag mir, wie lange wirst du für die Änderung brauchen? Naja, so 3 bis 4 Wochen mindestens. Was? Nee, das kannst du schneller. Ich habe Verpflichtungen. Anne arbeitet jeden Tag und... Ja, wir müssen auf jeden Fall vor der Buchmesse mit der Fortsetzung draußen sein. Die Uhr tickt. Okay. Und was heißt das jetzt? 1 Woche. Oh, komm dann. Wie soll ich denn das... 1 Woche. Schaffst du. Das weiß ich. Trau dir doch endlich mal was zu. Wenn Frau Hinger darauf besteht, dass sie das Porzellan und das Silberbesteck bekommt, dann werden wir darauf bestehen, dass Herrn Hinger die Finca auf Mallorca zugesprochen wird. Hey! Ist was passiert? Hä? Nee, alles gut. Aber Anna, du kannst doch nicht allen Ernstes eine Finca auf Mallorca mit einer Sammlung Porzellan und Silber vergleichen. Ich weiß, dass die Finca mehr wert ist als das Porzellan und das Silber. Aber es wird ein Gutachten geben, das den Wert der Finca auf den einer Schrottimmobilie taxieren wird. Was denn für Gutachten? Ich weiß von keinem Gutachten. Ich habe hier die ganzen Unterlagen vor mir liegen. Da ist kein einziges Gutachten drin. Was ist denn? Woher weißt du das? Ich weiß das, weil ich das Gutachten in Auftrag gegeben habe. Hey, Anne, du bist ja richtig gut. Ich weiß, dass ich gut bin. Schönen Feierabend. Tschüss, morgen. Morgen. Pause! Oh, es war doch erst eine Runde. Ja, man muss das nicht übertreiben. Guck mal, da kommt die Börner. Hallo, Frau Börner! Hallo! Ich glaube, die Kinder sind schon satt.
Wie meinen Sie das? Das sind wohl Unmengen von Essen gebracht worden. Ja, die wissen sich zu helfen, wenn der Papa nicht da ist. Wo ist denn der Papa? Weggefahren. Mit Maren. Wussten Sie das gar nicht? Doch. Doch. Das wussten Sie nicht? Nee. Jetzt weiß ich's. Kackfrau. Hallo? Ich war gerade so gut. Dann zeig mal, wie gut du im Aufräumen bist. Wieso soll ich das alleine aufräumen? Das meiste Zeug ist von Lisa. Wo ist denn Lisa? Nicht da. Lukas, das Spiel ist ab 18. Wo hast du das her? Von Lisa. Komm, hilf mit. Kommt Papa wieder? Was? Er ist spurlos verschwunden. Nein. Er ist nur unterwegs. Mit einer Bekannten. Bei Louis' Papa war das genauso. Oh nee. Hey, was habt ihr Fips zu essen gegeben? Du lässt mich am besten gleich hier raus. Ich wette, die haben jetzt eh schon ins schwarze Brett gehängt, dass du heute mit mir unterwegs warst. Ja, aber trotzdem. Jani. Danke. Wofür? Ohne dich hätte ich diesen Job nicht. Und ohne dich hätte ich diesen Auftrag nicht. Siehst du? Hallo, Werner. Hallo. Hallo. Schau, Jani. Schlaf gut. Kerstin, meine Frau. Es ist trotzdem nicht in Ordnung, hier zu spannen. Ja. Ihre Frau hat sie rausgeschmissen und die Scheidung eingereicht. Und das aus gutem Grund. Werner, weiß ich doch. Ich war ein solches Arschloch. Müssen Sie mir nicht sagen. Ich sag's aber immer wieder gerne. Arschloch. Arschloch. Meinetwegen. Ich hab's auch verdient. Wollen wir? Nee. Ich hole mal eins. Hallo, Herr Werner. Hallo, sind Sie's? Hallo? Hallo, Herr Werner? Kommen Sie doch auf ein paar Würstchen vorbei! Ruhe eins. Herr Börner, gibt auch lecker Würstchen bei uns! Hallo? Kuckuck, Herr Börner. Na? Herr Börner, lecker Würstchen! Zu Wein! Hallo. Komischer Typ. Danke. Werner, darf ich Sie mal was fragen? Werner. Wenn es sein muss. Glauben Sie, dass der Mensch sich ändern kann? Lecker. Kommt drauf an. Also nicht so ein bisschen. Schon so richtig. Also vom Arschloch zum netten Kerl. Oder wenigstens zum okayen Typen. Sie haben Ihre Frau absolut respektlos behandelt. Das ist korrekt. Sie haben mich und die ganze Nachbarschaft mit Ihren Räucherfischen tyrannisiert. Auch korrekt. Aber die waren auch lecker. Apropos, Sie haben ja einen Aal ins Gesicht geschlagen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und jetzt stalken Sie Ihre Frau. Die Antwort lautet in Ihrem Fall, nein, Sie können sie nicht ändern. Sie sind immer noch ein Arschloch. Och, das müssen Sie mir jetzt nicht so brutal sagen. Ich habe doch auch Gefühle. Oh, das ist aber neu. Sehen Sie, ich habe mich geändert. Was wollen Sie eigentlich, Mazerat? Ich möchte meine Frau zurück. Können Sie mir dabei helfen? Ich glaube nicht. Hallo. Hallo. Hattest du einen schönen Tag? Was riecht denn hier so? Sushi-Kotze. Von Fips. Er hat sich hier übergeben. Und da, genau wo du stehst. Aber ich hab's ja weggewischt. Wie war es denn mit Lukas heute beim Zahnarzt? Okay, ich habe meine häuslichen Pflichten heute ein bisschen vernachlässigt, aber... Ich bin sicher, du hattest gute Gründe. Ja, habe ich. Stell dir vor,
Die wollen mein Comic groß rausbringen. Echt? Ja, die vom Verlag sagen, das wird ein Riesenerfolg. Hier. Oh ja. Das ist ja super. Ja. Hey, ich gratuliere dir. Ja, ich muss noch mal ran. Bisschen was ändern, aber... Sagt wer? Ja, die. Also die vom Verlag. Mit denen du dich heute den ganzen Tag getroffen hast. Ja, also mit meinem Lektor. Drin. Mit meiner Lektorin. Du weißt doch eh schon alles. Was lässt du mich hier so rumstammeln? Maren ist deine Lektorin. Ja. Manga Maren. Ja, ihr seid was? Ja, und das ist ja nur rein geschäftlich. Puh. Kannst du mal bitte das Taxi bezahlen? Welches Taxi? Wie hätte ich denn sonst beim Musikunterricht nach Hause kommen sollen, ha? Wofür bezahle ich dir eigentlich eine Monatskarte? Wofür habe ich eigentlich einen Vater, ne? Das ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich spiele Kontrabass, keine Piccolo-Flöte. 18,50. Einen Moment. Anne! Ja, das kommt jetzt alles ein bisschen plötzlich, aber ich muss diese Woche noch richtig ranklotzen. Wegen der Änderung. Ja, aber du bist ja zu Hause, oder? Ja, schon. Aber ich muss arbeiten. Da kann ich mich nicht um die Kinder und um die Einkäufe und ums Putzen und Wäschewaschen und alles kümmern. Jan, ich habe momentan drei Fälle gleichzeitig. Ich habe zwei Scheidungen und einen Sorgerechtsstreit. Wie stellst du dir das vor? Ja, hat mir das nicht ausgemacht? Wenn ich wieder arbeite, trittst du etwas kürzer. Ja, aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Ich meine, ich habe Anhörungen, ich habe Gerichtstermine, ich habe Meetings. Anne, das ist vielleicht die große Chance, auf die ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Ich brauche jetzt deine Unterstützung. Du sagst doch selbst immer, dass dich die Arbeit nervt. Ja, und wenn ich wieder mehr arbeite, dann kann ich uns auch finanziell entlasten. Das ist... Ja. Ja, das ist schön und gut, aber... Laptop im Bett, gelbe Karte. Ich arbeite nicht. Ich löse Probleme. Aha. Ich habe dir gerade über eine Agentur eine Haushaltshilfe organisiert. Wieso mir? Uns. Sie kann ab sofort. Sie spricht Deutsch und ja, kostet jetzt nicht so viel. Sag mal. Oh, komm, das ist ein Vermögen. Dafür putzt sie, kauft ein, macht den Kindern Essen und erledigt die Wäsche. Wenn sie mich auch noch vögeln würde, dann bräuchte ich dich überhaupt nicht mehr. Hey, war ein Witz. Gibst du, dass die Idee gut ist? Naja. Wir probieren das einfach mal aus. So übergangsmäßig. Bis du wieder mehr mitmachen kannst. Wie du es mir versprochen hast. Ja. Okay. Meinetwegen. Ist immer noch hübsch. Natürlich hast du das. Und natürlich stehst du noch auf sie und sie auf dich. Sag nichts. Ich will das gar nicht wissen. Aber wenn ich merke, dass da irgendwas zwischen euch läuft, dann sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Ist rein geschäftlich. Natürlich. Endlich auf! Ah, das ist Jan, mein Mann. Und das ist Frau... Jetzt Litschkova.
Einfach Barbara. Barbara kommt aus... Offenbach. Osten. Sie wird dir uns im Haushalt helfen. Man kann sehen, ihre Zipfel. Oh. Vertraglich haben wir alles geklärt. Ich muss los. Ich muss heute früher im Gericht sein. Schönen Tag. Morgen, Frau Börner. Morgen. Und wie ist die neue Putzfrau? Sie ist neu. Anne, Anne. Mama, wie soll ich denn hier mit Frau Hitschlewitsch? Barbara. Ja, da geht's doch schon los. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich mit einer Putzfrau umgehen soll. Sagt man eigentlich Putzfrau oder ist das irgendwie diskriminierend? Sag Haushaltshilfe. Hallöchen. Und, taugt die Putze was? Sie ist erst seit 5 Minuten im Dienst, aber ich werde sie auf dem Laufenden halten. Schön. Ciao. Haben Sie den Blick gesehen? Ich rate Ihnen, passen Sie auf Ihren Mann auf. Meiner wird hier auch dauernd angebaggert. Heike, von nichts kommt nichts. Sag Barbara, was sie machen soll, und sie macht es. Ja, aber mir ist das irgendwie peinlich. Ich habe nicht mal aufgeräumt oder ein bisschen sauber gemacht. Das ist doch nicht nötig. Allerdings hättest du ihr nicht gleich zur Begrüßung zeigen müssen, deinen Zipfer. Morgen, Frau Mantrat. Hey, gib die Erde, sind meine Kartoffeln. Hey! Hey! Scheiße! Die haben ihre Kartoffeln. Ja, Frechheit. Lisa, Lukas, kommt ihr endlich zum Frühstück? Essen! Oh. Wie haben Sie das denn geschafft? Sie hat gesagt, sie schlägt uns, wenn wir nicht essen. Oh. Wir schlagen unsere Kinder nicht. Vielleicht ein Fehler, aber wir haben gelernt, uns da zu beherrschen. Ist nur Bluff. Ich werde niemals schlagen, Kind. Jedenfalls nicht so fest. Ja, das ist schön. Ich möchte aber auch nicht, dass Sie Lisa und Lukas Angst haben. Bin ich geschlagen worden viel als Kind und hat mir geschadet? Da bin ich nicht sicher. Wollen Sie mir sagen, ich mache meine Arbeit schlecht? Nein, nur... Ah, Milena drüben. Ja, Kraschlo. Die spinnt. Wenn du die nicht losfährst, dann zieh ich aus. Papa, ich habe Angst vor dieser Frau. Ich rede mit ihr. Oh, nie. Scheiße. Ja, Bentiburger. Bis mir, Fred. Nee. Frau Barbara. Ach, Herr Börner! Ja. Herr Börner! Ivo! Barbara, Entschuldigung. Jetzt nicht, Barbara telefoniert. Herr Börner! Kommen Sie! Ist doch ganz schlimm passiert da! Hallo, Herr Börner. Tut mir leid, dass das gestern mit dem Grillen bei mir nicht geklappt hat. Vergessen Sie das Grillen! Ja. Haben Sie irgendwas gesehen gestern? Ja. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Wie, jetzt? Ja. Ja! Sie sind ja barfuß. Kommen Sie mit, steigen Sie ein. Nein, ich... Doch. Nein, ich... Doch! Los jetzt! Ich bin gleich wieder da! Ja, ja, aufsteigen. Gut festhalten. Okay, los geht's. Papa, was ist denn passiert? Ach, das glauben Sie gar nicht, was hier passiert ist, was hier los ist! Das ist unfassbar, Herr Börner. Hier sind die... Ach, ich habe das Gefühl, wir sind hier... Ja, wir werden... Herr Ludwig, ich habe ihn! Ja. Komm, aussteigen. Voll reingefahren. Ja. Er hat Feige weggefahren. Unfassbar. Ja, hier? Das sieht man noch kaum. Man sieht es kaum? Ganze Kotflügel ist matsch. Da muss aber mal richtig mit Schmackes da reingedonnert sein. Hier, sehen Sie mal. Da hat jemand völlig unsachgemäß drüber gemalt. Mit einem Filzstift oder so. Sie zeichnen doch, Herr Börner. Hier. Haben Sie nicht Filzstifte? Haben Sie Filzstifte? Ja, schon. Aber jeder hat doch Filzstifte, oder? Ich meine, der Farbton ist richtig getroffen. Stimmt. Also, ich habe nichts gesehen und ich bin gestern noch gar nicht Auto gefahren. Da dachte ich, wir leben hier in einer zivilisierten Gegend, wo man einander vertraut und jeder auf den anderen aufpasst. Dann begeht einer am helllichten Tag ein Verbrechen und dann will keiner was gesehen haben. Also, Verbrechen würde ich das jetzt nicht... Wäre den Anfängen. Wenn das hier bei uns einreißt, dann ist es nur noch ein winziger Schritt zur totalen Anarchie. Hier was? Da gibt es Studien drüber. Ja, so weit werden wir es ja gar nicht kommen lassen.
Wir finden schon raus, wer das war. Wir werden uns jedes Auto in ganz Grünfeld anschauen. Bis wir das Täterfahrzeug gefunden haben! Ja, und dann machen wir einen Fackelzug zum Haus des Täters und knüpfen ihn zur Abschreckung an der Spitze des Baukrans auf. So langsam werden sie zu einem von uns. Das gefällt mir. Berner. Ich muss dann mal. Ja. Soll ich sie wieder fahren? Kein Problem. Nasche Idiot, ja, besitzt. Nein! Ja, dann nach Telefono. Hitro! Dami! Ja. Ihr Bentiburger. Bis mir, Fritz! Nee! Jetzt von dem Morem! Danke, Anne. Nasche Idiot, ja. Na, nee, jetzt von dem Morem! Willen, was ist denn passiert? Cousin von Schwägerin in Heimat ist verunfallt. Ein Unfall? Oh, das, ja, das tut mir leid. Ist er denn, also ich meine, wie geht's ihm denn? Schlimme Verletzung. Leber, Lunge, vielleicht auch Herz kaputt. Ach du liebe Zeit. Liegt im Krankenhaus, kämpft mit Tod. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn Sie jetzt trinken. Und Versicherung zahlt nichts. Wieso das? Also wie ist denn der Unfall passiert? Mit dem Auto oder? Nix Auto. Schuss aus Pistole. Ach. Die Polizei hat einfach geschossen in seine Rücken. Diese Verbrecher. Wie jetzt? Die schießen einfach so? Ja, Mirko hat gehabt Waffe. Wofür hatte Mirko eine Waffe? Ja, soll er vielleicht überfallen Bank mit Biegeleisen? Ach du Scheiße. Ja, kannst du sagen, laut. Und jetzt muss Familie bezahlen viel Geld für Ärzte, damit Mirko nicht muss sterben. Und Familie hat nichts Geld. Kann doch nicht immer alles bezahlen, Papa. Hier. Oh, sie guter Mensch. Jetzt, ich mache ihn sauber. Nein, das mache ich. Doch, brauche Geld für mir. Nicht passiert. Wo ist Besen? Im Schrank. Lassen Sie doch. Nein. Barbara macht weg. Mazerat. Haben Sie eine Macke? Ich will nicht, dass Kerstin uns hört. Das ist da drüben. Das sind doch die Songs. Was? Ja, und? Vorher hat sie sowas nie angezogen. Wieso jetzt? Woher soll ich das wissen? Und ich muss jetzt wirklich arbeiten. Oh, nee. Sie hatten 9. Nee. Was? Sagen Sie es mir. Sagen Sie mir die Wahrheit. Sie sind der Nachbar. Sie müssen es doch wissen. Woher soll ich das wissen? Und wenn ich es wüsste, dann würde ich es Ihnen nicht sagen. Und jetzt raus aus meinem Garten. Riecht das hier nach Fisch? Also ich rieche nichts. Und ich muss jetzt wirklich arbeiten. Du solltest wirklich öfter mal das Hemd wechseln, Werner. Oh, Verzeihung. Nervös wegen Mirko. Bitte. Fassen Sie hier nichts mehr. Bitte, wo ist scheiß Besen? Nein. Ich glaube, das war alles keine gute Idee. Wollen Sie mich wegschicken? Ja. Nein. Aber Sie sind guter Mensch. Barbara nicht arbeitet. Mirko muss sterben.
Ach, Herrgott, nochmal, es ging um ein Menschenleben. 500 Euro? Betrachte es doch mal positiv. Also, wenn Barbora hier noch länger gewütet hätte, dann wäre es wahrscheinlich teurer geworden. Denk mal nur an den Wodka. Kriege ich eigentlich auch Geld von dir, wenn ich was kaputt mache? Nein. Tja, darum geht's überhaupt nicht. Ja, egal, Hauptsache, die ist nicht mehr hier. Hä? Siehst du? Gut, und jetzt? Ich meine, wie stellst du dir das jetzt vor? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich durch deine tolle Idee den ganzen Arbeitstag verloren habe. Und ich habe 500 Euro verloren. Ach, war das jetzt dein Geld? Lass uns bitte nicht von Kindern streiten. Nein, das wüsste ich jetzt schon ganz gerne. Betrachtest du unser Geld als dein Geld? Darum geht's nicht, aber... Aber? Wer verdient denn das Geld gerade? Mensch, Anne. Vielen Dank, Anne. Für alles. Das ist kein Filzstift. Das habe ich doch gleich gesagt. Ja, aber was ist denn sonst? Nagellack. Aha. Dann können wir unsere Ermittlungen auf Frauen beschränken. Kleine Glitterpartikel? Also ich würde sagen, das ist Berlingo Dirty Cherry, Farbton 317. Kann aber auch 318 sein. Ohne meine Farbpalette würde ich mich da jetzt nicht so festlegen wollen. Kennen Sie jemanden hier, der diesen Nagellack benutzt? Denken Sie nach. Das ist wichtig. Nein. Die Dostewitz hat doch immer so rote Krallen. Der traue ich jede Schweinerei zu. Das ist doch jetzt reine Spekulation, Schatz. Dass du die in Schutz nimmst, das war ja wieder klar. Können wir bitte zurück zur Sache kommen? Mama? Ja? Wenn ich groß bin, möchte ich auch eine Frau haben, die das ganze Geld verdient. Dann kann ich mit Fips zu Hause bleiben. Aber Papa verdient doch auch Geld. Und er arbeitet doch auch. Manchmal. Warum habt ihr euch dann gestritten? Weil Erwachsene manchmal auch blöd sind. Und dumme Dinge sagen. Können wir kurz? Ich habe einen Plan gemacht. Bekomme ich jetzt mein Taschengeld gekürzt? Das sind die Termine der nächsten Woche. Elternabend, Arztbesuch, Kinder irgendwo hinbringen oder abholen. Was heißt das hier? Frau Lehmann. Hieses Lehrerin war auf dem AB, sie bittet um ein Gespräch. Nächsten Donnerstag. Weswegen? 36 unentschuldigte Fehlstunden. Super. Ich habe Lisa schon damit gedroht, ein neues WLAN-Kennwort einzurichten, wenn sie weiterhin schwänzt. Und ich habe einige meiner Termine delegiert bzw. verschoben. Rot sind die Zeiten, an denen ich nicht kann, da müsstest du ran. Aber hier und hier und hier kann ich übernehmen. Kriegen wir das hin? Wenn ich ein paar Nachtschichten einlege? Ist das Maren? Das sind nur Entwürfe. Und der da mit der Zunge, das bist du? Ja, das ist blöd, das mache ich noch anders. Nein, ist gut. Ist lustig. Im Ernst jetzt? Jetzt stell dich nicht so an, ich weiß so, dass du damals scharf auf sie warst. Naja, scharf. Die Klappe. Zeig mir mal noch mehr. Die Besoffene mit dem Schminktäschchen. Simone Ernst? Ja. Und den? Ja. Dem ständig eine Horde Fliegen über dem Kopf kreist? Das ist kleiner Matze. Ja. Es ist gut, es ist böse, es ist witzig. Es ist richtig gut. Danke. Das freut mich, dass es dir gefällt. Wir kriegen das hin zusammen. Ja, wir kriegen das hin. Könntest du noch einen anderen Termin einrichten? Hi, Lisa. Du erinnerst dich doch noch an mich. Ich hab mal hier... Ja, klar. Du hast schon mal meinen Vater angebaggert. Und was denn so clever, einen Mann mit geregeltem Einkommen zu verlassen? Ich habe selbst ein geregeltes Einkommen. Ja. Es ist doch bitter nötig, wenn du was von meinem Vater willst. Janni? Deine Ex ist hier. Viel Glück. Oh, ihr seid so eklig. Ah. Na, Bent. Maren. Hey, Janni. Hallo. Maren. Du, es tut mir total leid, dass ich so spät noch störe, aber ich wollte dir unbedingt das hier vorbeibringen. Was ist das? Hallo, Maren. Maren. Hi, Anne. Du siehst ganz anders aus.
Ich war beim Friseur. Amen. Willst du reinkommen, was trinken? Nee. Nein, ich wollte trinken. Ja, ja, noch ganz. Komm, bitte pack aus. Mein Buch. Eins der allerersten Exemplare. Am Morgen liegt es in jeder Buchhandlung. Ich wollte, dass du es vorher schon siehst. Guck dir das an. Tja, mein Name. Meine Zeichen. Oh, wie toll. Ja, darauf müssen wir anstoßen. Ja. Genau. Nein, ich nicht. Ich habe wirklich noch zu viel. Das ist so geil. Wie kommst du denn mit dem zweiten Teil voran? Ich bin so stolz auf dich. Gut, gut. Das wird. Ah! Ich bin auch stolz auf dich. Wirklich. Ich muss los, ich habe noch Termine. Danke. Gute Nacht. Ich freue mich für dich. Du bist ein wahrer Künstler. Ja, du warst aber auch nicht schlecht. Ich meine das Buch. Lass das bloß nicht rumliegen. Wieso? Hm. Dass jemand aus der Nachbarschaft sieht? Die haben doch Humor. Seit wann? Also die Chance, dass einer von denen ausgerechnet mein Buch in jedem bekommt, ist gleich null. Die lesen auch lieber Lokalkrimis oder Liebesromane. Hoffentlich. Hast du gesehen, wie sie dich angeschaut hat? Wer? Maren. Sie findet dich immer noch toll. Ich bin auch toll. Mach keinen Scheiß. Ich vertraue dir. Mach ich nicht. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mir in den nächsten Tagen so den Rücken frei hältst. War gar nicht so leicht, die ganzen Termine umzuschichten. Den Sorgerechtsfall, den macht jetzt mein Kollege. Danke. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass du dann demnächst kürzer treten wirst, wenn ich den nächsten Teil schreibe. Mal reden? Worüber? Über uns? Ich habe nachgedacht, wir...
Hallo, Ludwig. Hallo, Werner. Genau. Ja, leg mir das mal raus. Hallo! Schnappe. Sind wir gewaschen? Bitte. Guten Appetit. Oh! Da bin ich. Oh. Die Robe. Oh Mensch, Kai. Oh, Herr Werner. Hallo, Frau Ernst. Na, wohin geht's? Ach, ach so schnell werden Sie mich nicht los. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss meine Tochter vom Musikunterricht abholen. Hallo, Schatz. Du bist zu spät. Tut mir leid, ich weiß. Nein, Kai, das fällt unter Sorgerecht. Morgen bin ich da. Ja, bin ich da. Stau? Oh nee. Ja, du, die ganze Straße ist gesperrt. Das ist einfach ein Wahnsinnsverkehr. Wie lang denn? Na gut. Ja, weiß ich auch nicht. Geht im Moment gar nichts mehr. Ah, Herr Ludwig. Alles wieder in Ordnung. Was? Alles wieder in Ordnung. Na ja. Bärchen, nicht aufhören. Hey, was ist denn jetzt? Ja, Moment, ich schalte. Hallo, Lukas. Na? Passiert. Komm, wer sagt? Morgen. Ist was passiert? Allerdings. Das ist passiert. Wie kommen Sie dazu, mich als jemanden darzustellen, der alles auf den Grill schmeißt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist? Sogar die Katze von der Frau Durstewitz. Ich stehe in diesem Machwerk so lange im Bikini unter der Gartendusche, dass ich sogar schon Kiemen und Schwimmhäute habe. Ich glotze Sie angeblich immer so lüstern dabei an. Das gibt's doch nicht. Mir dichten Sie ein Alkoholproblem an und angeblich schmiere ich jeder Frau Meter die Creme ins Gesicht. Das sind ja gar nicht Sie, sondern Mars. Comicfiguren. Die heißen ja auch ganz anders. Ja, aber das ist mein Haarband, ja. Das ist mein Koffer. Gut, okay, gut. Ich gebe zu, ein paar Ideen habe ich aus dem echten Leben abgeschaut. Ja, genau. Zum Beispiel nämlich das Aussehen hier von meinem Bärchen. Das ist doch eindeutig mein Bärchen, ja, wie der immer die Durstewitze anguckt, wenn die in ihrem ultraknappen Bikini die Kerle wuschig macht, oder? Also so knapp war der auch wieder nicht. Und ich mache niemanden wuschig. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen. Bilingo Dirty Cherry Farbton 318 habe ich. Aha. Was soll das denn jetzt? Das war ja klar. Das waren Sie also auch? Sie haben mein Auto zerstört. Und dann einfach mit Nagellack drüber und Fahrerflucht begehen, das passt. Verbrechen. Sie sollten sich schämen. Beide. Hast du das Auto von Herrn Ludwig angefahren? Ja, angefahren, nicht direkt. Und Schrott hört schon gar nicht. Das ist eine winzige Schramme. Wir haben tausend solcher Machen. Ja. Das sieht man. Alles zusammen. Bärchen, reg dich nicht auf. Es tut mir leid, ich werde für den Schaden natürlich aufhören. Ja, das werden Sie. Leute wie Sie brauchen wir hier nicht. Wir sind eine gut funktionierende Nachbarschaft. Mit netten, ehrlichen, freundlichen und hilfsbereiten Menschen. Ja, wir sind hier freundlich zueinander. Ja. Finden Sie nicht, dass Sie das jetzt ein wenig zu ernst nehmen, alles? Ich wollte ja niemand auf den Schlips treten. Ja, das Ganze ist doch nur Spaß. Ja. Das ist kein Spaß. Wenn Sie uns alle so lächerlich finden, dann sollten Sie hier wegziehen. Ja, genau.
In den Ärmel, komm! Wegen des Autos. Hören Sie noch von mir. Was machen Sie denn hier, Sie? Sie kommen doch im Buch überhaupt nicht vor. Mir schaut bloß. Außerdem steht in dem Buch, dass es bald ein zweiter Teil gibt. Und da möchte man bitte nicht vorkommen. Gell? Also, komm, Schatz. So schlimm war mein Werner nun auch nicht. So viel zum Thema, die haben Humor. Das hat uns gerade noch gefehlt. Anscheinend lesen doch nicht nur Lokalkrimi, sondern Liebesromane. Das ist alles meine Schuld. Was? Ich habe das Buch mit in die Schule genommen und meinen Freunden gezeigt, weil ich es so lustig fand. Hey, das freut mich sehr, dass dir mein Buch gefällt. Und das ist natürlich überhaupt nicht deine Schuld. Nee, aber deine, Tusa. Vielen Dank, dass uns jetzt alle hassen. Lisa. Ach du Scheiße. Haben die denn noch alle? Komm, Lukas, es ist spät. Ich fahre zur Schule. Herr Ludwig, würden Sie kurz mal Ihren Wagen wegfahren, damit ich raus kann? Oh, ich habe meinen Schlüssel jetzt gar nicht dabei. Komm, Schatz, wir laufen nach Hause. Ist egal, Mama, ich fahre mit dem Fahrrad. Das. Mama? Du bist mein einziger Freund. Erna? Sag mal, hast du meine Mail nicht gekriegt? So viel zu tun, dass ich gar nicht... Ich habe dir die Verkaufszahlen geschickt. Du bist jetzt schon auf Platz 125 in den Online-Charts. Aha. Ist das gut? Das ist Spitze. Im Buchhandel sieht sogar noch besser aus. Ja, nee. Dein Buch entwickelt sich zum Renner. Ja, du verarsch mich. Nein, wirklich. Kannst du in den Verlag kommen? Würden dich gerne ein paar Leute kennenlernen. Wie? Jetzt? Super, Papa. Keiner will mehr was mit mir zu tun haben. Ganz toll gemacht. Danke. Hallo? Ja, das ist im Moment etwas schwierig. Okay, dann komme ich bei dir vorbei. Wir müssen eh noch über die Fortsetzung sprechen. Wie weit bist du eigentlich mit Teil 2? Ja, das ist so gut wie fertig. Das war wunderbar. Ich bin schon auf dem Weg. Bis gleich, ja? Ciao. Nein. Heute keine Schule? Raus! Ich muss mal dringend gelüftet werden. Lass die Vorhänge zu, du Arsch! Was ist denn passiert? Die haben alle deinen Comic gelesen und finde ich jetzt super scheiße. Und weil ich das große Glück habe, deine Tochter zu sein, finde ich mich jetzt auch alle scheiße. Also Sippenhaft ist doch irgendwie total 40er Jahre, oder? Versuchst du jetzt auch noch witzig zu sein, nachdem du mir mein ganzes Leben ruiniert hast, hä? Ach komm, lass dir mal was Neues einfallen. Du willst ja bloß nicht in die Schule. Es ist deine Schuld, genauso wie es deine Schuld ist, dass Leon mit mir Schluss gemacht hat. Wieso denn Leon? Ich dachte, dein Freund ist Marius. Marius ist mein Ex. Genauso wie Leon jetzt auch. Und das ist ganz allein deine... Meine Schuld, ja. Ich hab's verstanden. Und es tut mir leid, wirklich. Ich mach's auch irgendwie wieder gut. Ach ja? Wie denn? Das weiß ich noch nicht. Aber mir wird schon was einfallen. Versprochen. Das hast du auch schon gesagt, als du keine Aufträge mehr bekommen hast. Und nichts ist dir eingefallen. Wie wär's, wenn dir mal was anderes einfallen würde, als rund um die Uhr auf mir rumzuhacken? Das mache ich überhaupt gar nicht. Doch, tust du. Und wenn wir schon dabei sind, wie wär's, wenn du dich mal wieder ein bisschen mehr im Haushalt beteiligen würdest? Ja, mal den Tisch decken oder die Spülmaschine ausräumen. Hä, was wird denn das jetzt hier? Ich bin sauer auf dich, ja? Und jetzt kommst du mir mit sowas? Ja, Pubertät ist keine Einbahnstraße. Prinzessin. Das ist mein Kopfhörer. Den suche ich schon seit Wochen. Ja, ich auch. Da ist er ja.
So, jetzt. Schule. Also, schönen Tag. Ja. Ciao. Ich habe sie durch den Kakao gezogen, aber sie hauen jetzt nicht wieder einen Ahn ins Gesicht. Großartig. Grandios. Ich hab mich bepisst vor Lachen. Sie sind nicht sauer? Sauer? Ich? Ach komm, Sie Börner. Ich hab da Humor. Sie sind ein verdammtes Genie, ein Künstler. Da gehen die Meinungen im Moment etwas auseinander. Die beruhigen sich schon wieder. Da bin ich mir nicht so sicher. Fleisch. Was? Geben Sie der Meute Fleisch, schafft sofort Frieden. Grillabend im Garten, laden Sie alle ein, dann sind Sie sofort wieder friedlich. Und ich besorge Ihnen ein paar frische Fische. Nein, nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie Sie meinen, Werner, ja, ist Ihr Leben. Ja. Aber danke fürs Kompliment. Werner, haben Sie gehört, was Kerstin vorhin gesagt hat? So schlimm war mein Werner nicht. Mein Werner hat sie gesagt. Ich fand, das klang irgendwie liebevoll, finden Sie nicht? Wie haben Sie das eigentlich gehört? Richtmikrofon. Baumarkt. Schnäppchen. Sie sind bekloppt, Mazerat. Hab ich gehört, Börner? Mir so leid, du. Die Flasche, die muss auf der Fahrt geschüttelt worden sein. Ich weiß schon, warum ich lieber Bier trinke. Tut's noch sehr weh? Immerhin war es kein Aal. Aha! Dein Hemd ist total nass. Zieh mal aus. Lass doch. Nein, du erkältest dich sonst. Du, wir brauchen dich jetzt dringend gesund. Komm. Weißt du, ab morgen, da liegt dein Buch in jeder Bahnhofsbuchhandlung. Mhm. Ich werde unsere Wette gewinnen. Was für eine Wette? Bestseller. Und es ging nicht um ein Eis. Wir sollten das bleiben lassen. Ja, das sollten wir. Aber Spielschulden sind nun mal Ehrenschulden. Ich bin's. Die Schule hat angerufen. Oh, Störch. Anne, was machst du denn hier? Ich wohne hier. Ja, aber doch nicht jetzt. Ich meine... Hallo, Anna. Ich habe einen Champagnerkorken ins Auge gekriegt. Oh, Champagner. Schön. Vom... Was ist denn hier los? Finn hat gesagt, du bist scheiße, weil du seinen Vater als Gartenzwerg gezeichnet hast. Dann habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Und er hat zurückgeschlagen. Zeig mal. Ja, ich glaube, ich gehe dann mal lieber. Ja. Schickst du mir die Überarbeitung per Mail? Schön, dass du schon da bist. Komm. Ja. Wirklich? Ja. Ja, das Buch verkauft sich toll. Schön. Dann können wir ja anstoßen. Lasst ihr euch entscheiden? Nein, Quatsch. So, jetzt passt mal gut auf. Oh, Papa, das Internet. Was ist denn mit dem scheiß WLAN los? Habt ihr auch kein Netz? Familienkonferenz. Das ist alles blöd gelaufen. Tut mir leid. Wir müssen was unternehmen, um die Situation mit den Nachbarn wieder zu entspannen. Vorschläge? Wegziehen.
Am besten irgendwo hin, wo es schöner ist. Also theoretisch überall hin. Ich will nicht wegziehen. Ja, umso besser, dann kannst du ja hier bleiben. Hört auf zu streiten. Du und deine Scheiß-Comics. Ja, ja. Aber das Auto von der Ludwig hat eure Mutter demoliert. Jetzt bin ich schuld? Naja, also zum Frieden mit den Nachbarn hat deine Fahrerflucht jedenfalls nicht beigetragen. Das Ganze wäre eine Lappalie, wenn du in deinem Buch nicht alles und jeden lächerlich gemacht hättest. Neulich fandest du es noch witzig. Ich fand auch mal die Hannaforden witzig. Ich will nicht alleine hier bleiben. Du hast ja immer noch deine Flurschleider. Fips hat keine Flöhe. Wenn du nicht aufpasst, hast du gleich zwei Fältchen. Lass mich! Schluss jetzt! Wir hören jetzt sofort auf, uns zu streiten. Wir sind eine Familie und ziehen das zusammen durch. Ich habe auch eine Idee, wie wir hier wieder Frieden schaffen können. Fleisch. Mann, die müssten doch längst da sein. Ja, auch wirklich allen die Einladung in die Briefkästen gesteckt? Ja, haben wir. Ich habe sogar einige persönlich eingeladen. Die haben alle nur rumgedruckst. Haben auch gelacht. Wir haben hier eine halbe Tonne Würste und Koteletts. Und ich habe farmfrische Forellen. Hast du den eingeladen? Ein Bier? Immer gern. Tausche Forelle gegen Bier. Toll gemacht. Großartig, auch logistisch. Großartig. Ist aber noch nichts los. Ha? Wir haben verschissen. Die kommen nicht mehr. Ach, Quatsch. Die sind hier für immer isoliert. Es tut mir leid, Birne. Könnte ich vielleicht ein Würstchen? Nicht so viel, der kotzt sonst wieder. Nein. Wissen Sie was, Mazarate? Nehmen Sie doch einfach alle. Und die Koteletts auch, ich schenke sie Ihnen. Mir ist nämlich die Lust auf Party vergangen. Party ist vorbei! Wieso? Aber... Wenn wir wirklich wegziehen? Das Haus ist noch nicht mal zu einem Drittel abbezahlt. Aber wie soll es denn hier weitergehen? Keine Ahnung. Ich hab's versaut. Du könntest jetzt zumindest so sagen wie, das konntest du ja nicht ahnen, Jan, oder ist halt dumm gelaufen. Ja, ja, ist dumm gelaufen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte verlassen Sie sofort Ihre Häuser und folgen Sie den Anweisungen der Hilfskräfte. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte verlassen Sie sofort Ihre Häuser und folgen Sie den Anweisungen der Hilfskräfte. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Was ist denn passiert? Wir haben ja in der Baustelle eine alte Fliegerbombe gefunden. Ein Riesending. Wir müssen die ganze Straße räumen. Und wo sollen wir hin? Na, erstmal weg. Wenn das Ding hochgeht, steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Bumm. Verstehen Sie? Also los, los, los. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir müssen hier weg. Na, endlich. Habt ihr es verstanden? Ich geh packen. Nichts packen. Hallo, sofort. Folgen, folgen, folgen. Eine Bombe. Ach, wenn die uns jetzt in die Luft springen? Unsinn. Kinder, schnell. Kann mir mal jemand sagen, was überhaupt los ist? Eine Bombe. Fips, komm. Komm. Abgedeckt. Kinder, könnt ihr vielleicht alle mal noch rübergehen zum Spielen? Ja. Aber nicht die Bombe abpassen. Also, das Bombenräumkommando ist jetzt unterwegs. Wir können aber noch nicht ganz genau sagen, wann wir heute Entwarnung geben können. 3-4 Stunden wird es mindestens dauern, vielleicht auch die ganze Nacht. Für die Nacht haben wir ja hier dieses Zelt für Sie, also das dauert jetzt noch einen Moment. Ist denn jemand hier, der Akuthilfe braucht? Kommen Sie bitte. Mit denen allen auf Feldbetten zusammengepfercht, bitte nicht. Wahrscheinlich kennen die uns alle, sobald wir schlafen. Ich rufe Hotels an, ja? Keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich bete nur, dass diese Scheißbombe umgeht. Das Zelt wird dann fertig. Attila, Sibel, Yasemin, kommt hier mit. Alles ausgebucht. Es ist Messe. Nicht mal im Taunus ist was zu kriegen. Ach, das ist alles unseres hier. Ja, wir brauchen viel Platz, also tut mir echt sorry. So, du, die
Weg steht da hinten in Viviane, das ist dein Bett. Du kannst hier hin. Entschuldigung. Hätte ich vielleicht noch ein Programm von ihm bekommen? So, das wäre echt super cool. Vielen, vielen Dank. Wir sind cool. Kommen Sie, hier ist noch Platz. Danke. Das ist nett von Ihnen. Danke. In der Not, da muss man doch zusammenhalten. Darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ja, das Bombenräumkommando ist jetzt vor Ort und versucht mit einem Spezialroboter den Sprengkörper zu entschärfen. Mit Gewissheit kann man noch gar nicht sagen, es handelt sich um einen Sprengkörper erheblichen Ausmaßes und er hat einen Säurezünder. Eine falsche Bewegung und hier ist alles wieder brach. Da. Irgendjemand Lust auf ein kaltes Bier? Grillwürstchen? Ein Kotelett für unser Spezialisten. Was? Danke. Vegetarische. Und vielleicht ein Prosecco? In meinem Wohnmobil habe ich fast alles. Ja, Koteletts, Fische, alles Prosecco, was Sie wollen. Bierchen fürs Bärchen. Ein Bierchen fürs Bärchen. Ein bisschen wenig Majoran in der Marinade, aber sonst geht's. Ja, ein bisschen. Ja, ich hab schon fast alle unterschrieben. Okay. So, sieht doch. Ja? Ich soll mir auch gleich unterschreiben. Ja. Wir sind noch gar nicht drin, Vater. Herr Wasser, darf ich mal kurz selber nehmen? Dankeschön. Na klar. Oder noch ein Kotelett? Ja. Hier? Ja? Okay. Ja, wegen so einer Bombe muss man ja nicht hungern, oder? Danke. Was ganz anderes. Kein? Was machst denn du hier überhaupt? Kann ich doch hier jetzt nicht im Stich lassen. Bilde dir bloß nicht ein, dass damit alles wieder gut ist. Nein, 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 natürlich nicht. Nein. Also, ich will mich ja nicht einmischen, Frau Mazerat. Aber vielleicht können sich Menschen ja wirklich ändern. Und vielleicht sogar Ihr Ex-Mann. Noch ist er mein Mann. Senf hast du nicht, oder? Kenn ich doch. Hältst du mal? Jetzt bin ich dran. So, hier, kommt doch mal alle her, bitte. Kommt ihr mal? Kommt ihr mal her? Hab was kurz. Kommt doch mal her. Also, die Grillwürstchen und die Koteletts, das ganze Grillgut und die Getränke, das ist alles eine großzügige Spende von unserem Nachbarn Jan Börner. Ich weiß, dass einige sauer auf ihn sind, weil er sie ein bisschen veräppelt hat. Ja, ein bisschen ist gut. Aber wisst ihr, wen er am meisten veräppelt hat? Mich! Ja, als was der mich dargestellt hat. Als stinkenden Fischfliege, der die Nachbarschaft einräuchert. Und wisst ihr was? Ich find's saukomisch. Ja, ich könnte mich jedes Mal beäumeln und bepissen. Ja, ich könnte mich bepissen vor Lachen. Wirklich. Und darum geht's doch in der guten Nachbarschaft. Dass man auch mal einen Witz macht und zusammen drüber lachen kann. Und wir hier in Grünfeld, wir sind eine gute Nachbarschaft, oder nicht? Es soll keiner sagen, dass wir keinen Humor haben. Ja, genau, also. Ja, Mahlzeit! 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 Na gut. Börner. Ja, das war sehr ergreifend. Jetzt komm, gib's ihm. Hier, deine Pantoffeln. Danke. Bitte. Ja, und wir täten dann vielleicht doch gern auch mit rein in das neue Buch. Also, wir sind nämlich Aulestich. Aber ja. Hallo! Ja, ich werde schauen, was ich machen lässt. Ja, schön. Ja. Also, komm, jetzt nimmt sich jeder mal einen Wurstfächer und wir gehen mal rüber. Komm, gehen wir mal. Jetzt nimmt sich jeder. Ja. Komm. Ne, zwei. Ja, gut. Jeder eins. Herr Börner, so. Ich bin ein riesen Fan von Ihnen. Ja. Kriege ich vielleicht eine Widmung? Ja. Für Zippo. Also, das ist mein Name, das weiß ich. Und du bist? Börner. Ich, Ich bin seine Tochter. Ja. Cool. Und was machst du so? Wohnst du auch hier, oder? Ja, ja. Du auch, ne? Ja, ich auch. Wohnst du schon lange hier? Ja. Ich hab dich noch nicht gesehen. Ja. Deswegen, es wundert mich gerade, dass ich dich noch nicht gesehen habe. Was haben wir verstanden, Frank 24? Wir sind jetzt am Zünder dran. Mit dem Roboter, also ferngesteuert. Lauten. Dich merke ich mir, Freundchen.
So wie es aussieht, bleiben wir also Grünfeld erhalten. Wenn unser Haus morgen noch steht. Ich habe gerade mal nachgeschaut, denn Comic steht auf Platz 36 der Charts. Wenn die nächsten Teile auch so einschlagen, ist das Haus in ein paar Jahren abbezahlt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch will. Das Haus abbezahlen. Den Comic weitermachen. Spinnst du? Natürlich willst du. Wir kriegen das irgendwie alles unter einen Hut. Meinst du? Ja, Kinder werden älter. Vielleicht probieren wir noch meine Haushaltshilfe. Nee, bitte nicht. Auf jeden Fall sollten wir nicht das aufgeben, was uns wichtig ist. Wir schaffen das schon. Jani! Maren! Sag mal, was ist denn hier los? Ach, nur ein Bombenalarm. Na, das ist doch super. Gibt reichlich Stoff im dritten Teil. Na, Anne? Kein Champagner heute? Nee, heute nicht. Und schlaft ihr jetzt in dem Zelt, oder was? Ja. Messe, alles ausgebucht. Der Verlag hat doch ein Kontingent. Ihr kommt jetzt mit, ich besorge euch eine Suite. Ja, das ist nett, aber ich gehöre hierher. Na dann, wir sehen uns nächste Woche, ja? Ich schreib dir eine Mail. Okay. Ich gehöre hierher. Aus deinem Mund. Und dein Hemd ist auch angelassen. Lukas, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Halt, nein, Sie können auf keinen Fall da rein. Das ist abgesperrt. Ich hole ihn. Wofür sperren wir das hier eigentlich ab? Sie sind Profis. Wenn die Bombe fällt, dann erschärfen die auch. Die wissen genau, was sie tun. Der Börner ist ins Haus gelaufen, um den Hund zu retten. Machen Sie doch was, mein Mann ist da drin. Doch, mich hat er ja nicht gehört. Wenn er stirbt, dann stirbt er als Held. Bitte, Herr Börner ist da eingerannt. Um den Hund zu retten. Das würde auch nicht jeder machen. Ah, Papa! Ja! Jan! Börner. Das war purer Leichtsinn. Sowas zahlt keine Versicherung. Genau. Und was ist mit unseren Häusern? Und den Autos? Haben Sie was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Da ist zu viel Rauch. Papa, ich kann unser Haus sehen. Da! Stimmt, da steht ja noch alles. Jetzt geht's ans Aufräumen. Ja, da hätte ich eine Putzfrau anzubieten. Also, wer Interesse hat, sie. Wir putzen selber. Was ist? Freust du dich nicht? Doch, ich freue mich. Kannst du es nicht so zeigen? Genau.